Ja, meine Damen und Herren, herzliche Grüße hier heute aus dem südlichen Belarus. Ich befinde mich hier seit gestern auf einer Gesprächsreise. Ich treffe mich hier mit Vertretern Zivilgesellschaft und auch der Regierung und der Unternehmen, um über das Thema Tourismus zu sprechen. Wir haben ja als Konrad-Adenauer-Stiftung ein anstehendes Projekt gemeinsam mit der Europäischen Union, wo wir den Dialog zwischen Zivilgesellschaft, Unternehmen und Regierung stärken wollen. Und das schließt auch das Thema Tourismus ein. Und dazu habe ich heute hier Gespräche geführt, um mich zu erkundigen, wie ist die Lage des Tourismus, welche Ansätze, welche Entwicklungen gibt es hier, um dann das Projekt entsprechend ausgestalten zu können. Sie sehen hier hinter mir den so einen Nebenfluss des Pripyat-Flusses, der hier von Belarus dann weiter in die Ukraine fließt, ein traumhaftes Gebiet. Wir gucken uns das jetzt einmal genauer an und ja, ich hoffe, dass wir noch weitere viele Anregungen kriegen, wie wir unsere Projekte ausgestalten können. Heute Nachmittag geht es dann weiter nach Minsk. Im Grundsatz hat ja die Regierung hier, so jetzt kommt hier wieder ein Ast, ein bisschen vorsichtig sein. Im Grundsatz hat die Regierung in Belarus ja schon viele Weichen gestellt, um den Tourismus zu stärken. Man kann visafrei nach Belarus einreisen. Es gibt eine sehr tolle Infrastruktur, um sich hier zu erholen, auch viele Sanatorien und solche Gebiete wie hier, wo es viele Gästehäuser gibt, Hotels etc. auf sehr gutem Standard. Davon konnte ich mich heute überzeugen. Und man ist eigentlich sehr offen für diese Touristen und wünscht sich auch, dass noch mehr Touristen nach Belarus kommen. Wir haben gestern in Grodno erfahren, dass dort zumindest so viele Touristen reisen, dass es im Sommer schwierig ist, überhaupt ein Hotelzimmer zu finden. Hier in dem etwas weiter östlich gelegenen Belarus ist die Lage noch nicht ganz so dramatisch. Hier gibt es noch viel Bedarf und viel Raum, um zu gestalten. Und vielleicht tragen wir in unserem Projekt dazu bei. Das sind, glaube ich, ganz konkrete Maßnahmen, wie wir auch Belarus unterstützen können in der wirtschaftlichen Entwicklung, aber wie wir auch einfach das Wissen über Belarus im Westen steigern können. Das ist ein guter Weg, das über Tourismus zu erzielen und trägt sicherlich auch zur europäischen Verständigung bei. Soweit für heute das Update. Jetzt muss man wieder vorsichtig sein hier. Also ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz, wie wir hier unterwegs sind auf dem Seitenarm des Pripyat. So, aber das ist nicht die ständige Arbeit des Auslandsmitarbeiters. Was wir hier sehen, ist Mehrzahl ist natürlich am Schreibtisch, aber das sehen Sie auch an unseren anderen Veranstaltungen. Also, herzliche Grüße und auf bald, Ihr Wolfgang Sender.